86. Die Mannschaft, die das gemacht hat, ist der EHC Arosa gewesen. Und das hat natürlich für einen ganzen Haufen Schlagzeilen gesorgt. Der Arosa, das ist immerhin noch in den 80er Jahren ein zweifacher Schweizer Meister gewesen. Arosa. Ein Vierteljahrhundert nach dem Rückzug aus dem Spitzeneishockey. Den Spielern von damals sitzt der Schock noch immer tief. Es hat mich wirklich übermannt. Ich habe gefühlt wie ein kleiner Golf. Aber es hat wirklich wehtun. Es ist einfach wie wenn irgendetwas zusammengebrochen ist, oder? Dazumal ist es natürlich schon also recht emotional, also traurig und alles gesehen und hat man die Welt nicht mehr begriffen. Ja. Das war also schon schlimm gewesen. Es war enttäuschend, es war eine gewisse Wehmut dabei. Man hat natürlich zurückgedacht an die schönen Zeiten. Schweizer Meister war zweimal unverhofft, mehr oder weniger. Das hat schon ein bisschen zerrt im Herzen drin, muss ich sagen. Im zweiten Moment ist der Gedanke, sie haben Nerven verloren und immer so die Urteilskraft. Haben dann einfach an ihm all dem so fast gesagt, er ist nicht mehr zurechnungsfähig, oder? Ich bin dann auch verrückt worden, irgendwie, oder? Dass man so plötzlich Knall auf Fall über so eine Idee informiert wird. Der Groll gilt Peter Bossert, dem Vereinspräsidenten, der sich heute nicht mehr zur Causa äußert. Wir haben bei stabilen Kosten ein Budget gehabt mit einem Verlust von etwa 700.000 für die neue Saison. Arosa am Abgrund. Denn nichts ist mehr wie 4 Jahre zuvor. Druck. 1982. Das Schanfigtal steht Kopf. Über 7000 Fans feiern mit dem EHC den 9. Meistertitel. Die haben sich identifiziert mit unserem Club. Die sind da von Bern, die sind von Freiburg, die sind vom Tessin, von überall, von Graubünden, rundum. Überall, die sind da hergekommen, jeden Match schauen, oder? Von Zug umeinander sind so einen raufgekommen und alle. Und die haben schon irgendetwas verloren, weil sie eigentlich mit uns mitgelebt haben und die Meistertitel und alles also mitgefeiert haben. Da ist schon irgendetwas verloren gegangen vorne. Mit dem Titel ist der Zenit in Arosa erreicht. Der Zuschauerschnitt schrumpft. Die Ausgaben steigen. Der Club sieht nur einen Ausweg. Den freiwilligen Rückzug in die Amateurliga. Die Spieler aber fühlen sich überrumpelt. Ja, wir haben eigentlich noch mehr trainiert gehabt und dann sind wir dann etwas trinken ins Volterra-Stübli, sind am Stammtisch gehockt dort. Und dann am Abend in der 6 Uhr Nachricht, dann ist dann der Bescheid gekommen vom definitiven Abstieg. Und dann ist für uns fast ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Wir haben eigentlich relativ früh am Morgen eine Nachricht bekommen, wir sollen uns mit dem Präsidenten in Verbindung setzen. Und es ist dann auch schon bereits im Radio gekommen, dass Arosa freiwillig absteigt in die erste Liga runter und somit das Hockey in Arosa quasi gestorben ist in der Nationalliga. Und das war für uns ein grosser Schock gewesen. Schon bald aber wird den Spielern bewusst, der freiwillige Rückzug ist die einzige Lösung. Nur so kann der Bankrott verhindert werden. Mit den letzten Einnahmen aus dem Spitzeneishockey finanziert man einige Jahre den Amateursport und kann so weiterhin Junioren ausbilden. Es ist ja auch ein Novum im Schweizer Hockey, dass man sich zurückzieht aus der Nationalliga, einfach weil das Geld nicht mehr da ist. Aber es hat keinen anderen Weg gegeben, es ist absolut der Beste gewesen. Die glorreichen Zeiten des EHC Arosa sind vorbei, kein Zweifel. Immerhin erhält die Eishalle gerade die längst fällige Totalrenovation. Es tut sich etwas in Arosa. Nach den 50er Jahren haben meine Eltern gesagt, das kommt nie mehr. Als ich noch Bub war, in den 60er. Und dann ist man im 80er Jahr wieder Meister geworden. Wer weiß, vielleicht sind wir im 2020 Meister. Vielleicht geht es tatsächlich bald wieder aufwärts mit dem EHC Arosa. Wenn die Geschehnisse von damals endlich verdaut sind.